So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann recht herzlich willkommen. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den Bergischen HC. Endstand 28 zu 25 vor 5.740 Zuschauern, zur Halbzeit 13 zu 10. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste war Alexander Herrmann mit 8 Treffern sowie Arnor Gunnarsson mit 6 Toren. Auf Seiten des SC Magdeburg die erfolgreichsten Werfer 10 Tore von Robert Weber sowie 6-mal Jure Tick. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Sebastian Hinze und bitten um sein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Mein Glückwunsch an Gär, SC Magdeburg, zum verdienten Heimsieg, den wir, glaube ich, Ihnen schon schwer gemacht haben. Mit einer ordentlichen Leistung von uns, mit, glaube ich, einem guten Plan, einem guten Rückzugsverhalten und einer aggressiven Abwehr. Wir haben dann zur Halbzeit mit 3 zurückgelegen, da war ich eigentlich so ein bisschen unglücklich drüber, weil ich das Gefühl enger hatte in meinem Kopf, das Spiel, und dann nach der Halbzeit das aufgeholt, haben das sehr gut gemacht, Ballgewinne in der Abwehr gehabt und das zugeschoben, im Angriff sehr, sehr geduldig gespielt, dann mit dem Tempowechsel und Kreuzbewegung und waren da mit Alex Herrmann dann sehr erfolgreich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann kriegen wir leider so eine kleine Phase, die sich dreimal angedeutet hat, die wir stoppen konnten, dann glaube ich beim vierten Mal, wo wir dann doch in so eine Phase von Magdeburg zu Hause reinlaufen. Und Magdeburg das dann natürlich überragend macht, jeden Fehler gnadenlos bestraft und ihre Chancen dann auch nutzt. Und dann waren wir nochmal minus 5 und dann war es zu schwer, das da nochmal zurückzukommen, denke ich. Haben aber bis zum Ende gekämpft, haben um ein gutes Ergebnis dann für uns gekämpft, um ein gutes Gefühl, das wir mitnehmen aus dem Spiel. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir an den Sachen arbeiten und daraus lernen, die wir noch falsch gemacht haben. Es geht jeder Mannschaft so. Wäre lieber mit Punkten natürlich nach Hause gefahren, aber für uns geht der Weg jetzt weiter und das war ein vernünftiger Auswärtsauftritt und da wollen wir weiterarbeiten, werden das in Ruhe analysieren und uns dann auf die schwere Aufgabe am nächsten Sonntag zu Hause in Flensburg vorbereiten. Danke. Danke, Sebastian. Ja, unser Vorstand ist auch der Jörg Fürste mit da. Vielleicht hat er auch noch ein Statement zum Spiel. Ja, ganz kurz, 2 Sätze. Glückwunsch, Steffen, zum Sieg. Wir haben uns viele Dinge vorgenommen, hier viele kleine Kleinigkeiten sind aufgegangen und haben gut funktioniert. Von daher kann man sagen, dass die Entwicklung bei den Auftritten hier in Magdeburg, der zum vierten Mal hier, immer besser werden aus unserer Sicht. Das lässt hoffen und macht uns auch Mut für die nächsten Wochen. Das ist eigentlich das, was wir hier mitnehmen. Dankeschön, Jörg Fürst. Ja, jetzt Gia Svensson, bitte deine Einschätzung zum heutigen Spiel. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Glückwünsche. Also wie Sepp gesagt hat, also die haben das uns ganz weg gemacht, das ist klar. Aber ich muss das trotzdem sagen, das Spiel ist trotzdem so gelaufen wie gewartet. Also Bergische haben das ganz gut gemacht und genauso auf das habe ich gewartet, ein richtiges schweres Spiel. Bergische und ein paar Spieler haben uns das weggemacht, so wie Sepp gesagt hat. Also Alex fand ich ganz stark, Herrmann, und haben uns so richtig Probleme gegeben. Aber trotzdem bin ich so am meisten zufrieden mit unserer Leistung. Hinten stand wie, würde ich sagen, okay. Aber dann haben wir so, und wir fühlen uns alle so ein bisschen, dass wir haben so, ja, also, zu viele Fehler gemacht und ich glaube, dass jedes Spiel ist ein bisschen so unzufrieden mit sich und wir glauben, also und weiß, dass wir können das besser machen, aber nochmal muss ich sagen, also Bergische hat das richtig gut gemacht und hat uns also einfach viel gekostet, diese 2 Punkte zu holen. Aber so wie immer, dann bin ich zufrieden mit 2 Punkten, das ist am Ende das Wichtigste und das habe ich wie gesagt, das ist immer so, das ist schwer, erstes Spiel zu spielen und besonders, wenn du zu Hause spielst. Und so ist das heute gelaufen und nochmal bin ich zufrieden mit den 2 Punkten. Für uns ist das natürlich klar ganz, ganz wichtig. Danke. Dankeschön, Gier. Ja, Steffen, was hast du noch hinzufügen? Ja, Gier hat eigentlich alles schon soweit gesagt. Uns war vollkommen klar, dass das kein einfaches Spiel wird heute. Das ist das erste Spiel nach der Vorbereitung. Du kannst die ganze Vorbereitung alles gewinnen, alles
super machen, aber der Gradmesser ist wie gesagt das erste Spiel und der Bergische HC hat heute alles in die Waagschale geworfen. Wir haben zwischenzeitlich, ich glaube, ein bisschen gehadert mit unseren Sachen. Gerade Deckung haben wir eigentlich immer relativ gut gestanden, eine Minute, anderthalb Minuten und dann immer mal so einen kleinen Aussetzer noch gehabt und das hat uns natürlich vom Selbstbewusstsein nicht nach vorne gebracht, aber ich denke mal im Großen und Ganzen hat die Mannschaft ordentlich gekämpft. Ich denke mal zum Schluss auch verdient gewonnen und wenn man die ganzen Ergebnisse sieht, gerade am ersten Spieltag, ist das alles sehr, sehr eng und wir müssen jetzt uns vorbereiten auf die nächsten Spiele, auf das nächste Auswärtsspiel. Diese Aufgabe wird mit Sicherheit genauso schwer. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Vielleicht noch von den Verantwortlichen in Ergänzung zu den angeschlagenen Spielern. Beim Bergischen HC gab es ja da den Maximilian Weiß, der am Ball zu sich kam. Wie sieht es da aus? Kann ich noch nichts zu sagen, das konnte man nicht mehr einsetzen leider. Da ist eine Option noch gefehlt. Und ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, um das abzuchecken. Der hat dann den Wurf aufs Auge bekommen und hat dann noch Probleme. Und das wissen wir dann heute Abend. Ich wünsche eine gute Besserung. Danke. Vielen Dank. Informationen. Wie ist beim SC Magdeburg aus? Waren doch einige Spieler ein bisschen angeschlagen auf der rechten Seite. Also wir haben jetzt keine großen Rückmeldungen bekommen, dass was schlimmer geworden ist. Ich denke, das gehört genauso dazu, dass gerade nach so einer Vorbereitung nicht jeder vielleicht gerade bei 120% ist, sondern dass das auch ein bisschen Zeit noch braucht. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns ordentlich vorbereiten können mit der gesamten Mannschaft. Okay, dann danke ich recht herzlich. Fragen von den Medienvertretern? Bitte mit Mikrofon. Herr Svensson, ich wollte fragen, dieses Modell mit Van Olfen und Haas in der Verteidigung immer und immer diskutieren und dann Darmwart und Westschalk in der Offensive, ist das jetzt ein langfristiges Modell? Wollen Sie immer so spielen oder war das jetzt nur für dieses Spiel? Ja, also wir haben das heute so gemacht, wir haben das auch schon gegen Berlin gemacht, das war unser letztes Vorbereitungsspiel. Das ist klar, also wir haben viel versucht, viel probiert in der Vorbereitungsphase und momentan ist das so, was im nächsten Spiel kommt, das werden wir einfach sehen. Waren Sie denn zufrieden mit der Also wie alles gelaufen ist? Mhm. Also wie gesagt, also es gibt Kleinigkeiten, wie also macht uns alle so ein bisschen unzufrieden. Mhm. Und wir wissen alle, dass wir, und ich glaube auch vorne, also besser machen. Also wir könnten unsere Konters auch besser nutzen. Mhm. Und es gibt so Kleinigkeiten, also wir alle also nicht so 100% zufrieden sind mit. Aber wie gesagt, also wichtig ist, dass wir haben die zwei Punkte geholt und wir werden einfach weiterarbeiten auf unsere Anke. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann habe ich vielleicht noch die Resultate von den anderen Begegnungen des heutigen Tages. Gummersbach, wie gesagt, Kiel 26-30, Flensburg-Handewitt gegen Badingen-Weilstätten 32-22 und DHFK Leipzig gegen den HSV Hamburg 31-27. Über diese Werte danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise und gutes Gelingen in dieser Handballsaison. Im Bergischen HC dann angenehme Rückfahrt nach Nordrhein-Westfalen. Dankeschön und beim SC Magdeburg geht es dann am kommenden Samstag weiter in Rillstedt-Lübbecke. Und das nächste Heimspiel dann am 6. September hier um 17.15 Uhr gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Bis dahin danke ich recht herzlich.